Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Company of Heroes 3 Let's Plays. Ja, ne, wir haben ein bisschen reingeschissen hier mit dem Panzer und ich hoffe, dass das jetzt nicht zu blöd wird. Wir müssen jetzt nämlich gucken, dass wir vielleicht noch nach Monte Cassino kommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht schaffe ich das mit denen noch, aber ich bezweifle es. Weil kann sein, dass jetzt schon vorbei ist. Wir beenden die Anti-O-Anti Runde. is still hammering our companies. Potenza, Termoli, Avellino. All beautiful places you'll never see, boys. Das war schon fast klar, dass wir da einen Angriff kriegen. Den werden wir jetzt auf jeden Fall zurückschlagen. Da sieht es gar nicht mal so gut aus für die Truppe an sich. Die muss ich dann auf jeden Fall healen. Die kriegen nämlich gerade ganz schön auf die Nase. Aber jetzt müssen wir erstmal diese Schlacht gewinnen. Das sollte aber hoffentlich relativ zügig Well, men, we're on the back foot here. Our defense depends on three key points. Hold them at all costs. Don't expect the Krauts to give up without a fight, though. The central point is the focus of the enemy assault. We must protect it at all costs. Crusader cruiser finished. Okay. Das ist schon mal chillig. Da können wir schon mal schön reinbuttern. Ah, Weltkrankenhaus. So, und jetzt geht es erstmal darum, den ganzen Spaß einzunehmen. The enemy is down to 200 points. We're capturing that point. Lead on, Knight. Sappers, report. We're taking that position. Ah, das ist klar. We got all. Come on, chaps. War's not over yet. Let's take some ground. Good now. Fahr du mal da hoch. Ich glaube, da wirst du gleich was finden. Osama's reporting. Position taken. Quiet down and listen up. They're grading us with a brain. Sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Brass sent us an anti-tank gun with some new field modifications they want tested in combat. It's supposed to pack a bigger punch, but there's some work to be done on the sights. Okay, okay. Ja. Dumm für euch gelaufen. Mal schauen, ob die tatsächlich was zu tun kriegen, weil ich meine, wir sind relativ zügig unterwegs. Könnte sein, dass wir da... Ah. Ein bisschen schade. Aber wenn ich das Ding testen soll, dann muss ich jetzt nur mal meine Truppen da ein bisschen drauf gehen lassen. Ist zwar schade, aber keep the pressure on. The only Those field modifications sure look promising. We're all done here, men. Will it be, sir? Now you want to give us a friend? Grenade! We can't do! Zappers on sight. Pack it up, lads. So. Always easy to serve.
just in. The enemy is down to only 75 points. A-15 Crusader is on station, ready for orders. Bring up the bridge! Na, das sieht doch ganz gut aus. Vor allem, wenn der da jetzt noch kommt, wir jetzt hier noch ein bisschen Tank-Support kriegen. Ja, easy. Was ist mit dem los? Britischer Vorstoß. Sehr schön. Wunderbar. Da haben wir das auf jeden Fall gerissen. Ging ja relativ zügig. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir dann auch nach Monte Cassino kommen, weil Feindbewegung sah ja ziemlich fertig aus. Das heißt, die Runde müsste eigentlich rum sein. Also wenn wir jetzt noch eine Chance haben, wäre nice. Aber mit Sicherheit sagen kann man das leider gerade noch nicht. Aber wir werden es jetzt rausfinden. Easy. Easy. Noch 0 Runden. Nein, ich komme nicht bis hin. Dafür muss ich zuerst mit dem fahren. Und ich komme trotzdem nicht bis hin. Benötigt Missionsanforderungen. Was sind denn die Missionsanforderungen? Moment, gibt's nicht irgendwo ein Missionslogbuch oder sowas? Anscheinend nicht. Na gut, dann habe ich da jetzt wahrscheinlich reingeschissen und es wird bombardiert. Das wollten wir zwar nicht, aber gut, jetzt lässt sich auch nichts mehr dran ändern. Die haben schon böse auf die Nase bekommen hier. Geil. So kriege ich beide. Der war wichtig. Der war äußerst wichtig, der Schuss. Okay, gut, da haben wir hier leider nicht viel gemacht. Mit denen, ich komme hier ja leider nicht ran. Aber wir können mit denen hier vielleicht irgendwie mal dahin. Benötigt Missionsanforderungen. Okay. Dann machen wir doch erstmal hier hinten den Schiffskampf. Die Manhattan-Klasse. Dann gehen wir mit dem Panzertrupp nach Molfetta. Nehmen das ein.
sollte passen. So, jetzt ist der gesamte Bereich hier auf jeden Fall mal unser. Und dann... Können wir doch eigentlich hier... können wir nicht. Doch, können wir. Ein Transportflugzeug. Ah, shit. Ich habe nicht genug Arbeitskraft. Kacke. Sonst hätte ich da jetzt ein Transportflugzeug gebaut, bis die da sind. Aber jetzt sind die wahrscheinlich schneller da. Also die bewegen sich auf jeden Fall schon mal da hoch. Der Panzer kommt danach, weil hier unten brauchen wir keine Truppen mehr. Wir brauchen jetzt hier oben ein bisschen Unterstützung. Und wir bombardieren jetzt selbst. At least with the monastery damaged, the crowds won't be able to hole up inside the building. No. Yeah, we're chugging in ready. Ich hab's selber bombardiert. Bis es rum ist. So. Dafür gehen wir jetzt hier drauf. Nehmen den Spot ein. Die haben schon alles gemacht, was sie können. Dann haben wir hier noch unsere beiden Panzertruppen. Der eine geht auf jeden Fall hier mal ein bisschen aufräumen. Und der andere... Anzanio, wo ist denn das? Hier oben. Dann sind wir doch jetzt mal risikofreudig. Und fahren hier mal ein Stück. Und dann können wir in der nächsten Runde mal versuchen, ob wir vielleicht da oben irgendwo hinkommen. Weil erobern sie Anzanio in noch 3 Runden. Das wird ein bisschen arg eng, würde ich jetzt mal behaupten. Wir können hier zwar Truppen anfordern, aber wir haben ja gerade keine Arbeitskraft. Jetzt hätten die da eine Landung versuchen können. Mit dem haben wir gerade schon ein bisschen aufgeräumt. Mit dem... fahren wir erstmal hier hin. Und das war mir schon fast klar. Deswegen muss das jetzt hier erstmal dran glauben. Und dann haben wir noch die. Die müssen hier den Bunker zerlegen. So. Und dann muss man halt hier die Runde beenden, ne? Antioanis hit us again. Commander, we have to neutralize that gun. Ja, das ist mir schon bewusst, aber ich muss da erstmal hochkommen. Was macht der denn? Aufklärungsflug. Und der greift uns jetzt an, oder wie? Nee. Commander, malaria is spreading through towns in the region. They need medical support. Wie kriege ich denn hier jetzt medical support hin? Hier. Die Überschwemmung in der Nähe. Stellen Sie sich wieder her oder platzieren Sie einen Nachschubabwurf in der Nähe. Das heißt, im Prinzip braucht ihr eigentlich einfach nur eine Verstärkung. Ich nehme jetzt mal mit dem das hier ein. Wie viele Runden habe ich? Alles eher schlecht. Okay, wir fahren jetzt erstmal hier unten unsere Truppen nach oben. Und dann werden wir gleich noch eine Schlacht schlagen.
Ja, die sind schneller hier durchgerannt als alles andere. So, ihr räumt mal noch ein bisschen auf. Hallo? Ach so, die waren da noch unterwegs. Mit denen muss ich weiter hier hoch pushen, dass die Adria-Küste komplett haben. Und hier wird es gleich ein paar Schlachten geben. Got the word from Battalion Command. Aha. Die Panzer räumen hinten drin alles auf, was noch irgendwie liegen geblieben ist. Und das kostet 125. Bei dem war ich mit 150. Komme ich da jetzt bis hin? Bis dahin kann ich jetzt schießen. Okay. Das heißt, ich muss noch eins weiter vor. Hier sehe ich auch noch ein bisschen gegnerische Truppen. Das ist schon mal gut. Aber jetzt kann ich dir voll eine verpassen. Du schießt auf mich, ich schieß zurück. So. Hier, bis hierhin haben wir jetzt alles genutzt. Dann haben wir noch die zwei Truppen. Dann würde ich sagen... Der Panzer deckt mir hier mal ein bisschen auf. Und mit dem hier werden wir eine Schlacht schlagen. Und zwar diesen elenden Verfolger wegmachen. Der geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Schade, dass wir Monte Cassino beschießen mussten, aber gut. Na, was soll man machen? Da ging leider nicht mehr. Our vanguard strayed too far ahead of the main force and gave away our location to the enemy. We're short on reinforcements, so we'll need to hit them with everything we've got if we want to get out of this. I'd be in sight. Paratroops are inbound. Our territory is cut off from supply. Reconnect it. We have infantry on the field, Commander. Okay. Alter, er ist schon richtig. Wirf das Ding. Sehr schön. Boah, da haben wir gerade Pressure gehabt. So. Nice one. Das war ein guter kleiner Push. Moment. Hey, you got a job for us? Quit lagging behind. Och nö. All ass. Yeah, bitch. We're later. Up, man. Get to work. Stand by. Shouldn't be a problem. Hoffentlich hilft das. Marching's why I joined the damned airborne. Engineers standing by. Ach komm schon.
Aha. Grab the kit. We're up. Das ist schon mal nicht schlecht, aber... Now, what's the mission? Squad, form up. Get to it. We got orders. Engineers here. Bescheuert. Naja, okay, gut. That's our number, boys. Paris, in Texas, they call this hoofing it. We're two, sir. So. Gehen komplett über die Flanke. So. Na, da sind wenigstens noch welche mit am Start. Die können hier Reparaturen machen. Und die Schützentruppe und die Pathfinder. Die werden jetzt erkunden. Die werden unsere Augen sein. Weil mit denen kann ich auch den Aufklärer abschießen. Das ist schon mal gut. Dann geht ihr jetzt mal erstmal hier hoch auf den Platz. Sammelt euch da. So. Jetzt hätte ich gern eine Sichtlinie hier drauf. Okay, da ist der Bunker, da ist sonst nichts. Dann können wir ja eigentlich rushen. Ja, die sollen da oben mal ein bisschen Druck machen. Wir gehen dann hier über die Seite. Festgenagelt. Hm. Na gut, das ist eher kritisch zu betrachten. Aber gut. Make it a move it! Kostet mich das nix, okay. Dann geht ihr mal da oben rein und macht hier mal Sicht. Okay, on push. Sehr schön. Damit ist der Spot hier auf jeden Fall auch geklärt. Wir ziehen weiter runter. Ihr bleibt hier oben. Na, wobei. Ihr geht mal hier hin. Okay. Geklärt, hier oben auch geklärt. Here we come, Carrie. Hold on tight. We're heading out. What's our target? All right, follow my lead. 13 noch. Der Tank darf mir halt nicht flöten gehen. Okay. Ich weiß, dass hier Scheiße am Dampfen ist. Da habe ich aber keine Aufdeckung. Und vor allem, da sind auch ein Haufen Tanks. So. Wir haben da die Flak und den Bunker. Der Bunker ist mir relativ, der macht mir nicht so viel Sorgen. Das Flak hingegen, das kann richtig ekelhaft werden.
So. Sind richtig sneaky unterwegs. Und so, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, damit haben wir doch alles schon mal gelöst. Das hat ganz schön gescheppert. Also das war ein guter Move. Und jetzt können wir einfach rushen. Oh, wir brauchen hier eine vorgelagerte... Okay, der Druck ist real. What's the mission? Let's do this. Wir haben es erledigt. God damn it, what now? Sogar vergleichsweise relativ easy und flott. Well, aren't we a sight? Quit lagging behind. All right, you and you on the tool. Das finde ich gut. Okay. Dann zieht ihr nochmal hier rein und minimieren sie die Verluste, haben wir ja anscheinend echt gut gemeistert. Wir räuchern jetzt erstmal den Scheiß hier noch aus. Weil das zwiebelt jetzt. Hier wird noch aufgerüstet. Sehr schön. Gut. Dann... Pathfinder. Ja, das läuft doch einwandfrei. Und Druck. Und in den Vollpush. Und fertig. Ich würde sagen, das war ein sehr schöner Schlachtzug. Ja. Und ich würde sagen, mit diesem schönen Schlachtzug können wir auch diese Folge jetzt beenden. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir nähern uns immer weiter dem Ende. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, so sehen wir uns im Laufe der Woche nochmal, ne? Haut rein, bis dahin und see ya!